So ein Battlefield 1 Gameplay von mir, sage ich mal. Ich will die nächste Geschichte spielen, also sprich die Kampagne. Das sind wohl sechs Kriegsgeschichten, einige Feldernbücher und Kodex-Einträge, die man sammeln kann. Und wir starten mal mit dem ersten Game, Stahlgewitter. Ein verzweifelter Durchbruch der deutschen Gefährten, die Stellung, die von der 369. 60. US-Infanterie gehalten wird in Harlem Hellfighters. Ja, ich werde das Ganze mal vorwärts, verdammt. Ich werde das mal ganz normal lassen. Die Schwierigkeit. Ja, wieder wie immer im Battlefield schön geschwitzt und Musik, die läuft, die man nicht gern kriegt. Okay, also man schießt nicht mehr, mein ist im Nahkampf mehr. Battlefield 1 basiert auf Ereignissen, die sich vor über 100 Jahren abgespielt haben. Ah. Also werde ich wohl ein paar Mal verrecken. Sie haben uns eingekreist. Wir müssen diese Position halten. Alter. Grafik auf Ultra ist echt Ultra, ne? Sie kommen! Stellung halten! Granaten halt, ja. Alter! Okay, ich muss sterben. Wir kamen aus allen Teilen der Welt.
Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt! Wir müssen durchbrechen! Die Infanterie zählt auf uns! Benutzt das MG! Räumen Sie aus dem... Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod.
Frank Liberty. Franklin. Okay, das war ein schneller Tod. Oder auch nicht. Druck erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Boah, das war also ein Codex-Eintrag, was wir gerade gekriegt haben, oben links. Der Krieg breitete sich über den gesamten Globus aus. Alte Reiche und neue Welten, alte Sitten und neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit, Traditionen, nationalen Stolz, für den Fortschritt, das Alte und das Neue. Hunderte große Ideen marschierten in den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und die Welt ertrank in unserem Blut. Durch Morast und Blut. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Rheinland, Frankreich, Herbst 1918. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des Nahen, das befestigte die deutsche Stellung, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brandet die feindliche Infanterie vergeblich gegen deutsche Beton. Die Karte bleibt jedoch unverändert. Der schwer bewaffnete und gepanzerte britische Mark. Ihr könnt es ja pausieren nochmal lesen. Am 17. Oktober breiten britische Truppen einen massiven Angriff auf drei vor. Ja, wir können wieder pausieren und lesen. Ich war selber. Am Rand. Edwards. Sir. Townsend. Komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume.
unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morastenflug. Nein, nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch! Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Cambrai. Man sagt, okay. Dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big West sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Panzer fahren! Aus. Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Das ist unser Einsatz. Vollgas! Jetzt darf ich selber fahren. Okay. Ort auf Pistel. Die schnurrt noch! Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Wir können los, Sir! Gute Arbeit, weiter geht's. Sie haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Ha! Sehr langsam. Finch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlamm. Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. Diese Feldgeschütze zerlegen unsere Einheiten. Findet raus, woher der Schuss kam und macht sie dann fertig. Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Du verpasst hier drüben eine Show, Finch. Los! Fritz gibt nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen. In den Orkus geschickt! Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs. Ah, kommt doch her, wenn ihr was wollt. Die Jungs rücken vor.
Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lasst sie nicht zur Ruhe kommen! Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Halten und weiter unter Druck setzen! Wir sind rechtschaffene Männer! Gut gemacht, Jungs! Jetzt nehmen wir den nächsten Grab ein! Damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Fährt noch! Wir bleiben dran! Nicht nachlassen, Jungs! Feldgeschütz platt machen, aber schnell! Ziel zerstört! Das Geschütz hält. Haltet diese Stellung und schaltet die restlichen Jerrys aus! Die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Combray, Jungs. Bisschen repariert. Was zum Henker machst du? Wir müssen weiterkämpfen. Geschafft! So, Panzer! Er kommt näher! Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs in Stücke! Edwards, bring uns hin! Schützen! Wir sehen die Schützen an! Jetzt haben wir eine Delle! Ja, egal, ich feuer hier! Sicher? Finch!
zusammen, Jungs. Okay, komm wieder rein und fahr! Edward, repariert die und komm wieder rein! Schneller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen! Bring uns zu dem Dorf, Fahrer! Dort sitzt ihre Artillerie! Feldgeschütz, los, los! Naja, fast. Die Mission machen wir hier aber einfach fertig, damit nur noch der ein Leben ist. Oder, wisst ihr was? Bleib an dem leichten Panzer dran! Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns einfach in der nächsten wieder. Bis dann. Haut da rein.